Boah, die Musik geht ab. Was ist denn hier los? Wieso geht die Musik so hart ab? Ich versuche doch nur hier ein bisschen Mario zu spielen. Ach, du gehst nach oben. Okay. Das Ding funktioniert komplett anders, als ich es erwartet hätte. Man würde ja denken, die fallen runter, aber nö. Die nicht. Die gehen hoch. Oh. Und wer damit? Okay. Das Spiel hat ein bisschen viel Dialoge. Im Vergleich zu den sonst typischen Mario World Hacks. Guckt mal, was ich für ein... Ne? Ich habe einen richtigen Riecher gehabt. Und das ist das Secret Exit, oder was? Gamer, seht ihr? Ich meine, ich dachte, ich finde da unten eine Yoshi-Coin, aber wir haben schon das Secret Exit, anscheinend, würde ich mal sagen. Wir haben es jetzt nicht mit Schlüsselloch und so, aber das wird es ja wohl sein, ne? Guck mal, das führt uns da unten zu Bonus Stage B, wo ich wahrscheinlich auch erst hin kann, würde ich mal sagen, wenn ich das mit dem roten Switch Palace geschafft habe, also nochmal hier rein. Krass, habe ich es gefunden. Ich meine, war auch gut versteckt, aber ich denke, ich guck mal. Aber ich hätte, ich glaube ich, keinen Spin Jump. Nicht Spin Jump, keine Wandsprünge, die ich machen könnte. Ich scheiße jetzt mal auf Yoshi-Coins in diesem Level. Dann hätte ich mich auch vermutlich gar nicht getraut, darunter zu gehen, weil ich mir jetzt gedacht habe, ja, ich kann ja auch jederzeit wieder hochspringen, wenn das hier nicht läuft und da unten nichts ist. Sonst wäre ich, glaube ich, nicht von vornherein drauf gekommen, sondern nur, wenn ich dann nochmal echt extrem genauer gesucht hätte. So wie, ne, so man guckt auch hier zum Beispiel. Hier ist dann nichts und dann kann ich sagen, okay, ich springe dann wieder hoch, ich sterbe da nicht. Einfach. Aber hier will das Spiel auch selber von mir, dass ich unter die Dinger mal hergehe, wie das auch für das Secret Exit nötig war. Ah, da ist die Tür. Oder? Es geht weiter? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das einfach nur ein lustiger Bonus. Ist es ein lustiger Bonus? Moment, ich muss das sehr gut getimt hier hinbekommen. Es ist aber auch schwer, um fair zu sein. Wahrscheinlich war da einfach ein Leben dran. Aber ich glaube, so langsam habe ich genug Leben. Ich weiß ja nicht, wie schwer das Spiel noch wird. Eigentlich ging das ja völlig klar, bis auf jetzt vielleicht das eine Bonuslevel aus der Welt 1. Und das Bonuslevel aus der Welt 2 wird wahrscheinlich auch nicht anders sein. Die waren schwer, aber sonst komme ich ja eigentlich ganz gut zurecht. Und guck mal, ich kriege jetzt hier nochmal 24 Münzen. Das ist ein Viertelleben fast, wenn man es so sieht. So, ich komme klar, denke ich. Vielleicht versuche ich auch ein bisschen weniger Fokus auf die Yoshi-Coin zu setzen ab hier. Türe. Oder ich fliege einfach hoch. Das ging gar nicht, oder? Ich glaube, ich wurde hier... Okay, er hat mitgedacht. Man kann hier nicht einfach hochfliegen. Oh, nächste Cutscene. Wer bist du jetzt? Ganz viele Tots hier. Howdy, ich habe hier keinen erwartet. Mein Name ist Cletus. Oh Mann. Ich kenne nur diesen Simpsons-Typ, der Cletus heißt. Okay. Okay, ich baue diesen Minecart-Track, um naja, an die Spitze vom Berg zu kommen. Schon seit einer ganzen Weile. Du kannst es ausprobieren, wenn du magst. Aber es ist ein bisschen kaputt. Bitte kein Minecart-Level. Ey, aber dann fühlst du dich... Warte mal, was? Achso, nee, wenn du es, lebenslang zur Spitze schaffst, dann kannst du mir sagen, wie es oben ist. Danke. Danke, Mann. Okay, es ist ein Minecart-Level. Ich hasse es jetzt schon. Ach so, ich kann mich aber frei darauf bewegen. Und das Level geht weiter. Okay, ich habe gedacht, dass er wirklich wie in diesen anderen Mario Attacks, also wie in Donkey Kong Country, dass man das gesamte Level halt auf so einem Ding drauf ist, wo man nur springen kann und sobald man einmal gegen eine Mini-Wand knallt, tot ist. Ach, scheiße, was mache ich denn jetzt mit meinem Cape? Es ist weg. Mein Ersatz-Cape ist jetzt einfach weg. Ja, Pech gehabt. Und da unten habe ich die Yoshi-Coin nicht bekommen. Gut, dass ich mir gerade noch den Vorsatz genommen habe, eh jetzt weniger drauf zu geben. Boah, da habe ich jetzt aber Glück gehabt, dass ich hier nicht gestorben bin, vor allem noch so kurz zum Checkpoint. Das war also wirklich ein bisschen Glück, dass das hier doch noch, dass ich ja lebend durchgekommen bin bei diesen Rex. Da komme ich nicht hoch. Oh oh. Oh, was mache ich denn da? Guck mal,
habe ich jetzt, als habe ich mein Powerpier verkackt. So, das wollte ich. Hä, und jetzt? Achso, jetzt kann ich da hoch, was ich aber auch verkackt habe. Oh, Mann. Scheiße, mein anderes Ding ist weg. Oh, nein. Oh, nein. Okay, komm, Damage Boost hier durch. Was soll ich machen? Die spawnen auch halt nicht mehr neu, ne? Wenn die einmal weg sind. Ja, dann kein Bonus für mich. Was soll ich sagen? Jetzt habe ich wieder diesen Rex hier. Okay. Mann, ich habe es echt völlig versemmelt. Egal. Ich meine, habe ich halt einen coolen, super-duper Bonus halt mal nicht bekommen. Oh shit, und der? Okay, ich bin nicht mehr an den Yoshi-Coins interessiert. Und der extra Super-Challenge, um die zu kriegen. Ja, den Bonusraum haben wir jetzt auch nicht bekommen, aber da das Level ja auch keinen Secret-Exit hat in erster Linie, ist das auch nicht schlimm, denke ich. Also, ich bin mir sogar fast sicher, dass das nicht schlimm ist. Und hier wird's eisig. Gut. Ganz schön kühl. Mir ist selber schon kalt. Falls ihr mir das abkauft. So. Was auch ein bisschen ungewöhnlich an dem Spiel war, jetzt ganz am Anfang, ist, dass man so... Wie soll ich sagen? Es hat eine Story, das ist auch gut. Es fängt aber so richtig mittendrin an irgendwie. So richtig, ja, wir sind irgendwie auf dem Raumschiff und versuchen hier Peach zu retten und das Raumschiff ist gerade kaputt gegangen. So mittendrin schon, ne? Peach wurde nicht erst entführt und sowas. Ist alles schon mittendrin gewesen und wir fangen so in der Story an. Was... man nicht oft sieht im Mario World Hack. Das ist vielleicht so ein Ding, das machen Filme oder Bücher gerne mal, aber in Mario World Hack Stories nicht so oft. Ach, guck mal, ich fühle mich schon viel freier, indem ich diese blöden Münzen nicht mehr einsammle. Ich meine, gut, die ich jetzt hier gesehen habe, waren jetzt auch keine so große Challenge, die zu sammeln, aber im vorherigen Level zum Beispiel mit den Minecarts da war das schon deutlich aufwendiger. Ich lasse das Ding mal wegspawnen, das nervt total, dieser blöde Ball. Ich weiß nicht, ob es jetzt dran lag, dass ich die Yoshi-Coins nicht gesammelt habe oder weil es das Level selber ist, aber hier habe ich mich besonders gefühlt, als würde ich einfach durchrushen, quasi, ohne mich groß aufzuhalten. Einfach zack, zack, zack und bin durch. So, und dann war es das Boss-Level von hier oben. Mal sehen, wer hier der Boss ist. Was ist das für eine Musik? Aber sehr schöner Hintergrund. Das erinnert mich an 70er Jahre Einkaufsmusik. Davon gibt es tatsächlich ein YouTube-Video. Wenn ihr, weiß nicht, 70s Shopping Music auf YouTube eingibt. Oh shit, ich kann da auf diesen Ästen drauf springen. Okay. Ich habe mich noch gerettet, nur leider hat es mich mein Cape gekostet. Auf jeden Fall, wenn ihr das eingibt, dann kommt ein Lied, was sehr ähnlich ist wie das. Nicht genau das, aber es ist ähnlich. Ja, schade um das Cape. Schade um den Bonusraum. Schade um alles. Okay. Ich war nicht sicher, ob ich die kaputt rutschen darf. Das hätte auch anders ausgehen können, aber ich durfte. Okay. Dann ziehen wir eins weiter und kriegen wir ein neues Cape vielleicht. Ja, geil. Danke, her damit. Oh nein, Donkey Kong Country Dinger. Aber die sind so selbst gezeichnet. Normalerweise, ihr wisst schon, sind die halt in der originalen Grafik von Donkey Kong Country. Aber hier hat er die so selber ein bisschen bemalt. Was auch okay ist. Das ist ja auch gut, weil das passt ja auch grafisch ein bisschen mehr zu der ganzen Sache. Das so ein bisschen grafisch vereinheitlicht ist. Ich weiß gar nicht, wo ich da hängen geblieben bin gerade, aber ist ja auch nicht schlimm. So, uiuiui, ich bin ja schon fast zu weit geflogen. Okay, ich bin echt kein Fan.
Fan von diesen Barrels, weil ich nie gut da drin war, aber... Aber... Es geht hier gerade eigentlich. Die drehen sich jetzt nicht so schnell, dass ich das Timing nicht hinbekomme. Das kriegt man eigentlich ganz gut vereinbart. So. Okay. Na gut. Jetzt haben wir nicht mehr oder weniger Power-Up als vorher auch. Du bist der Boss. Der lustige Riesenkäfer. Was ist das? Ist das ein Mensch? Du kannst reden? Gigabetel ist so einsam hier. Schön, dass ich einen Menschen treffe. Okay. Das war schon seit Jahren, seitdem Gigabetel mit einer Person gesprochen hat. Hier komme ich. Ey, er meint's gut. Ach so. Ey Mann, ich hab dich endlich gefunden. Soll ich dich retten, junger Mann? Okay. Oh mein Gott, das muss der Welt 2 Boss sein. Okay. Der sieht aber nicht so gruselig aus. Den mache ich fertig. Okay, Gigabeetle hasst laute Geräusche. Oh Gott. Du! Jetzt müssen wir doch kämpfen. Vorher war er natürlich total lieb. Oh, jetzt weint er und rennt weg. Gigabeetle ist jetzt wütend. Menschen smashen. Okay, toll, danke. So klappt der, okay. Oh, spawnen die Dinger auch neu oder so? Weil ich habe nur 4 Steine insgesamt. Und einen habe ich gerade versemmelt. Oh, shit. Ach, das war jetzt ein bisschen blöd, weil ich bin an dem anderen Stein hängen geblieben. Okay, bitte stirb. Gut. Guckt euch Marius wunderschön hintern an. Gut, weil wir hatten genau 4 Steine. Also ich durfte genau einmal verkacken. Und ich glaube, das spawnte kein... Also kein neuer. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was es schwierig gemacht hat, diesen Boss. Dass man nicht genug Steine hat. Eventuell. Aber wir haben es geschafft. Und der blöde kleine Todd geht jetzt hier nach Hause wahrscheinlich. Das ist der andere Switch Palace hier. Gibt's da sonst noch was Cooles zu holen? Okay, jedenfalls nicht das eine Leben da. Na okay, dann gehen wir mal. Yeah. Okay, du hast Planet Ximia completed und den zweiten Switch geschafft, um Bowser's Space Base zu erreichen. Wunderbar. Ich fühle mich super. Da schließt die Welt aber natürlich noch nicht ganz ab, denn jetzt können wir das Bonus-Level betreten, was sau schwer ist wahrscheinlich wieder. Also müssen wir uns drauf gefasst machen und... Ich bin gespannt. Rein da. So, wie ich mir schon gedacht habe, hier kommt man nur rein, wenn man den Switch von dieser Welt auch gemacht hat. Und jetzt machen wir die Challenge hier. Also im anderen Level, dem anderen Challenge-Bonus-Level, gab es kein einziges Power-Up für mich. Mein einziger Vorteil hier gerade ist nur, dass ich gerade noch welche dabei habe. Also ein Power-Up, ganz um genau zu sein. Ich warte noch eine Runde. So. Oh, hoppala. Nicht schlimm. Oh Gott. Ich hab echt Schiss mit diesen blöden Dingern. Naja, aber es ist schon gemein, weil diese Level haben weder Checkpoints noch Items für mich. Also man muss hier wirklich in einen perfekten Rutsch hier durch. Boah, hab ich mich gerade nochmal gerettet. So, aber was eigentlich ganz cool an diesen Leveln ist, so wie die Designs sind, wenigstens. Aha, Stern. Immerhin. Ist sowas wie ein Power-Up. Ist, ich nehme nicht mal das Leben. Ist diese 2 Sekunden Zeit mehr wert als das Leben, die ich Stern haben kann. Aber, scheiße, das wollte ich nicht. Oh Gott. Okay, ich bin da irgendwie blöd hängen geblieben. Na gut, jetzt ist meine Sternzeit natürlich abgelaufen, aber nicht schlimm. Aber was ich sagen wollte, was ich cool finde, ist, dass in diesen Bonusleveln Gimmicks benutzt werden, die wir in dieser Welt gesehen haben. Wie zum Beispiel diese Donkey Kong Fässer. Das auf jeden Fall. Also man merkt irgendwie, guck mal, ich meine die Cutscenes, die hier kommen, die bauen ja auch auf
was nach dem Boss passiert ist und auch das Level-Design. Also es ist auf jeden Fall, man merkt schon, dass es sehr dafür gemacht ist, dass man in dieses Level erst wirklich reingeht, auch erst nachdem man den Boss von dieser Welt geschafft hat. Okay. Okay, also erzählst du bis auf die Spitze vom Berg, ohne es jemandem zu erzählen oder überhaupt zu fragen? Okay. Okay, beeil dich und gib mir einen Pilz. Das ist gruselig hier unten. Okay, wie viele Pilze, denkst du, habe ich? Das ist nicht, als würden die auf Bäumen wachsen. Nicht ganz. Okay, technisch gesehen tun sie es schon, aber das ist nicht der Punkt. Okay. wie bist du überhaupt in erster Linie auf die Spitze gekommen? Okay, ich bin einfach Mario gefolgt. Ich wollte Bowser selber fertig machen. Okay, manche Kinder lernen es wohl einfach nie. Okay, Francis, lass uns nach Hause gehen. Tada! Das sind immer diese Cutscenes, wo ich irgendwie dabei rumstehe, aber nichts dazu beizutragen habe. Die mich gar nicht mal bemerken wahrscheinlich. So, hier werden wir vermutlich immerhin zurückkommen, um diese Speedrun-Challenges in diesem Haus da zu machen. Aber fürs Erste gehen wir jetzt in die, wie ist die nochmal, Buyo Base, die Super Mario Galaxy Level. Ich glaube, ich kann jetzt schon mir vorstellen, welche Musik da laufen wird. Ja, genau das Lied. An das habe ich gedacht. Aber schön, eine Anlehnung an Mario Galaxy. Was ja heutzutage schon ein Oldie ist, ein Retro-Spiel. Mann, Mann, Mann. Falls man sich nicht sonst irgendwie schon alt fühlt. Aber ja, 2007 kommt mir nicht sehr lange hervor, aber irgendwie ist es das doch. Okay, ich fliege einfach mal. Upp. Ich meine, jetzt habe ich den Checkpoint dafür übersprungen, aber okay. Ist jetzt wohl der Preis, den ich dafür zahle? Ich gehe einfach mal davon aus, ich gewinne das Level hier. Okay? Ohne, dass ich hier sterbe, weil... Sonst müsste ich wirklich ganz von vorne nochmal anfangen. Das wäre ich auch wirklich zu 100% selber schuld. Aber scheinbar ist das Level hier schon vorbei. Und zack. Oh, nur 40. Ich will die 50 ganz oben erreichen. Aber ihr habt auch hier gesehen. Ich bin ziemlich schnell hier durchgerusht. Gut, ein bisschen habe ich auch überflogen. Ein bisschen. Aber wenn man nicht die Yoshi-Coins einsammelt, dann geht das hier viel schneller. So, man kann hier noch weiter... Oder wir gehen in Welt 3 rein, aber das ist natürlich auch genau das, was ich mache. Lunkot. Lunkot ist der nächste Planet. Und da ist der blaue Switch Palace. Und das sieht hier ein bisschen lavamäßig aus, ne? Rein da.